Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2 von einer Mod, die 4 neue Unterwasserspezies in das Spiel bringt. Und die Mod heißt Mosasauridae Pack. Und hier haben wir schon den ersten Kandidaten. Das ist der Globidens Simplex, habe ich noch nie gehört. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein kleiner Tylo, so ein bisschen. Aber der ist halt wesentlich winziger. Der Skin gefällt mir auch besonders gut hier. Sah gerade ein bisschen so aus, als wenn die miteinander interagieren. Finde ich übrigens schade, dass es solche Animationen im Spiel nicht gibt. Dass Unterwassersaurier halt miteinander irgendwas machen. Ja, da gibt es auch wieder viele verschiedene Skin-Varianten, wie ihr sehen könnt. Ja, aber die schwimmen die ganze Zeit voll cool zusammen. Die kreuzen sich halt immer so cool. Sieht schon interessant aus. Ne, der ist auch orange. Und der hier ist... Ja, der ist relativ neutral. Bisschen komisch sieht hier der Knick hier hinten aus. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Manchmal bei bestimmten Bewegungen knickt er so hinten. Hat er hier so einen Knick hinten drin. Wir können auch nochmal ganz kurz pausieren und uns den mal ein bisschen näher angucken. Kann ich mal so machen. Und die ist auch wieder echt hochauflösend, die Mod. Also man sieht jede Schuppe und jeden Zahn und sogar... Ja, der Zahn hat auch Schuppen, so wie es aussieht. Also das ist ein bisschen seltsam. Aber man sieht selbst die Schuppen auf den Zähnen. Ja, interessante Spezies. Leider ist natürlich wieder das Problem, dass die Animationen nicht funktionieren. Oh, ich dachte gerade, der kriegt hier sogar einen Fisch und man sieht das sogar. Aber der schwimmt hier nur so durch. Aber es sieht schon cool aus, wie er sich so schnell bewegt. Aber es ist verbuggt. Habt ihr es gerade gesehen? Der hat sich hin und her teleportiert. Das liegt daran, dass der gerade gefressen hat. Ich habe es jetzt leider hier nicht auf Kamera gekriegt. Aber ihr kennt das ja. Dann bleibt er kurz stehen. Dann verschwindet der Fisch. Und dann teleportiert sich der... Jetzt seht ihr es. Okay, never mind. Genau, das war jetzt die Fressen-Animation. Ist halt ein bisschen schade, ne? Deswegen wird zum Beispiel auch sowas nicht funktionieren. Weil ich glaube, dass der Kleine das sowieso nicht machen könnte. Also, dass er hier den Hai frisst. Wie witzig, einfach so ein surfender Fisch. Der fliegt sogar. Oh mein Gott. Das ist halt nicht mal nur einer, hier fliegen mehrere Fische rum. Geht denn hier ab? Fliegen Fische mal anders? Das ist ja sehr, sehr seltsam. Da fliegt noch einer. Oh mein Gott. Fliegen hier alle Fische rum? Aber die heben auch gerade ab. Okay, das ist echt seltsam. Und das hier ist die nächste Spezies aus dem Pack. Der hat aber eine sehr dunkle Farbe. Das ist der Kai Kai Philo Hervey. Oh mein Gott, diese Namen. Aber der ist schnell unterwegs. Guckt euch das mal an. Ah, der frisst doch gerade. Der frisst die fliegenden Fische. Ja, krass, wie schnell der ist. Sind die alle so dunkel? Ja, der ist ein bisschen heller. Der hat zumindest hier hinten so ein paar Streifen. Der sieht auch sehr, sehr ähnlich aus wie der Tylo, hätte ich jetzt gesagt, auf den ersten Blick. Kann ja mal ein Tylo daneben spawnen, dann können wir uns das mal angucken. Oh
Wo haben wir den denn da? Das ist ein Tylo. Okay, vielleicht doch noch ein bisschen anders. Ich glaube, der ist auf jeden Fall kleiner. Ähnlichkeit ist schon vorhanden. Aber sehen sich doch noch anders aus. Eigentlich sieht fast alles anders aus. Flossen haben eine andere Form. Körpergröße ist anders. Körperform ist anders. Aber die Schnauze und so läuft halt relativ identisch zu. Deswegen dachte ich halt, die werden ein bisschen gleich. Auch eine interessante Spezies. Besonders den Namen cool. Kai Kai Philo Hervey. Ich frag mich, ob man den auch mit einer helleren Hautfarbe da bekommen kann. Also ein bisschen heller kann man das dann schon machen. Ich glaube, das hier ist das hellste, was es gibt. Muss ich jetzt aber sagen, das ist nicht mein Favorit. Da finde ich den Tylo um einiges besser und würde wahrscheinlich eher den machen. Wobei, das sieht jetzt hier gerade schon wieder echt cool aus, wie er so an der Oberfläche schwimmt. Dann mit seiner dunklen Farbe und dann den weißen Streifen hinten, das gefällt mir ganz gut. Ansonsten ist die aber auch wieder sehr, sehr gut gemacht, die Mod. Man sieht wieder jede einzelne Schuppe. Das hier ist übrigens der nächste Kandidat, wir machen es erstmal ein bisschen anders. Ich glaube, hier ist was verbuggt. Mach mal 7, weil mit 8 hat es gerade nicht geklappt. Weil irgendwie ist da nur einer rausgekommen. Der Platycarpus tympaniticus. Sieht richtig cool aus. Sieht aus wie ein kleiner Moser. Den könnte man auch als Baby-Moser verwenden. Oh mein Gott. Hier ist ja alles voll. Die sind einfach nur unsichtbar. Oh mein Gott. Man sieht nur ein. Also ist da... Das ist ja geil. Da ist gar nicht nur einer rausgekommen. Die anderen sind einfach unsichtbar. Das ist ja ein lustiger Bug. Den habe ich auch noch nie gesehen. Das hier ist der Kandidat. Sieht halt wirklich aus wie ein kleiner Moser. Eine sehr schöne Färbung. Gefällt mir richtig gut. Aber es ist ein seltsamer Bug. Also hier sind halt richtig, richtig viele drin, die einfach unsichtbar sind. Ich habe nämlich gerade 2x8 Eier freigelassen und da war es verbuggt. Und jetzt wollte ich es halt für euch dann einmal gemeinsam machen. Jetzt haben wir es mit 7 ausprobiert. Mal gucken, ob das klappt. Ne, klappt auch nicht. Also auch da kommt nur einer raus. Die anderen 6 sind unsichtbar. Aber schöne Hautfarbe hier auch. Gefällt mir aber gut. Einfach weil der aussieht wie ein kleiner Moser. Da hätte ich halt schon Lust, den in meinem Becken mit einem Moser zusammenzuhalten. Können wir mal einen Moser freilassen. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen, wenn man dann ungefähr die richtige Hautfarbe noch macht. Das mache ich jetzt mal nicht. Aber nebeneinander könnte das schon als Baby-Moser durchgehen, denke ich. Ja, warum nicht? Passt hier hinten von der Schweifflosse nicht ganz. Aber so ein bisschen geht es in die Richtung. Der hat auf jeden Fall jetzt Panik. Das sind die ganzen Unsichtbaren. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, dass man so Unsichtbare hat. Das heißt, wenn man mal so eine Aufnahme machen will, wo man die Sicht, die Ego-Perspektive von einem Unterwasserlebewesen filmen will, kann man das so machen. Echt eine coole Möglichkeit für eine Kamerafahrt. Ja, die Bewegungen sehen auch super aus und auch das Model. Bei dem gefallen mir halt gerade die Skins richtig gut. Der Skin hier sieht richtig nice aus. Oh, nicht schlecht. Die Bewegungen sehen auch super aus. Und das hier ist die 4. Spezies aus dem Pack. Und der ist riesig. Und hat auch interessante Skins. Der Skin erinnert mich irgendwie so ein bisschen an eine Moräne. Ich weiß nicht warum.
ist das seltsam mit diesem Pünktchen, oder? Die sind so riesig. Ich würde da gerne mal den Größenvergleich sehen zu dem Mosasaurus. Den fügen wir jetzt mal hinzu. Ist halt echt schade, dass ich euch hier kaum irgendwie was zeigen kann, was Animation oder sowas angeht. Weil Wassersaurier haben einfach keine Animation außer fressen. Oder ausbrechen. Wir könnten gleich mal versuchen, die Ausbrechen-Animationen noch zu provozieren, aber das klappt leider auch nicht immer. Ja, der ist auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner. Der Name ist übrigens auch wieder unaussprechlich. Rognathodon Saturator. Alles klar. Gesundheit. Ja, ich würde jetzt mal einfach viele Ausbrüche einstellen und dass sie unzufrieden sind und dann gucken wir mal, ob wir wenigstens die Animation nochmal zu Gesicht bekommen. Ich habe das jetzt eine ganze Weile beobachtet und nicht mal die Animation wollen sie uns gönnen. Echt seltsam, dass es nicht funktioniert. Aber eigentlich sind die vom Komfort ja unterhalb bei 37%, also voll im roten Bereich. Und ich habe viele Ausbrüche eingestellt. Aber sie versuchen es nicht mal. Aber dann machen wir es jetzt so. Wir schnappen uns den jetzt. Oh, wieso Tele... Ich würde jetzt noch Unfug mit denen machen. Jetzt da schön hoch. Und jetzt machen wir... Ragdoll an. Und dann gucken wir uns das Spektakel mal an. Das hast du nun davon, wenn du uns nichts gönnst. Genau auf den Zaun. Sehr schön. Und hier seht ihr nochmal alle vier Spezies vom Mosasauridae-Pack. Ich finde es besonders cool, dass die vier unterschiedliche Größen haben. Und ja, der Link zu dem Pack ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.